Wir suchen ihn später. Jetzt müssen wir deine Mom und Genki retten. Aufgepasst! So, und damit willkommen zurück zu Spider-Man 2. Miles und Peter haben gerade Venom gefunden und er schmeißt die Leute hier in dieses Konstrukt aus Symbiotenmasse und dann werden sie zu Symbioten selbst. Aber wie er das anstellt, wissen wir noch nicht. Beziehungsweise wie das vonstatten geht. Sobald wir aufgeräumt haben, was, wenn sie sich in diese Dinger verwandeln? Denkt nicht darüber nach. Erledigen wir erstmal die hier, dann können wir rein. Zweimal Sperrspar. Geschafft. Okay, das hätten wir. Die sollen da drin sein? Ach, sie sind da eingeschlossen. Ja, die Türen klemmen. Wir müssen die Ranken irgendwie bewegen. Ihr müsst euch beeilen. Irgendwie. Diese Ranken leben alle und sind verbunden. Irgendwo muss es einen zentralen Nerv geben. Bingo! Treffen wir einen Nerv. Hä? Das reicht nicht. Sie wollen immer noch in die Züge. Es muss hier irgendwo noch ein Nervencluster geben. Ja, gut, haben wir das Ding mal abgenommen. Oh, wow. Zu groß für einen Schallstoß. Vielleicht können wir sie verketten. Ja, aber synchronisieren dauert. Platziere Schaltstöße. Hä, ich verstehe gerade nicht, was ich tun soll. Habe ich nicht schon ein paar Dinger platziert? Ah, ich muss direkt ran. Wie lange brauchen Sie? Bro, hörst du das? Wie viel Zeit ist noch? Eine Minute? Vielleicht länger? Acht auf dein Spidey-Sinn. Das kann haarig werden. Wir sind hier wirklich unerwünscht. Hey, Sie sind beim Herzen. Echt gut. Bin ich da. So. Machen wir erstmal fertig. Der ausweicht. Ich hab wohl gutes Timing. Das ist nicht gut. Sie sind zu nah. Sie schießt Gold auf uns. Ich weiß. Bleib in Bewegung. Mehr. Wir müssen
sie jetzt aufhalten! Diese Leute zählen auf uns! Fast geschafft! Jetzt wird nur noch eine! Mai? Hörst du mit? Tentakel kommen durch die Meisten Leute! Halt sie durch! Wir sehen euch! Ihr schafft es! Weiter so! Nur noch ein bisschen! Wir müssen die Wachen beschützen, um den Zug zu retten. Nur noch ein paar Sekunden. Oh, wir haben es gleich. Geschafft. Jetzt zu deiner Mutter und Genki. Spider-Man, dir geht es gut. Was ist passiert? Ich habe deinen Rat befolgt und Dinge losgelassen, die mir nichts bringen. Komm schon. Das war echt beschissen. Ich dachte, ich würde sterben. Und mein Leben lief vor meinen Augen ab. Du bist okay. Damals, als wir an meinem Geburtstag Minigolf spielten und ich gewann, das war... geschummelt. Ich habe den Ball heimlich mit der Hand ins Loch gelegt. Du warst 8? Und ich mochte die Sandwiches nie, die du mittags immer mit mir getauscht hast. Aber ich habe so getan, weil du die Bunch an meiner Mom so mochtest. Und ich treffe mich neuerdings mit jemandem, sie heißt Andy und sie ist toll. Und ich habe mir ein Sequel zu Speed Nonna gemacht. Moment, Moment. Andy vom Chemiekurs? Die ist echt cool. Danke fürs Retten. Weißt du, tut mir echt leid, dass ich so beschäftigt bin. In Zukunft nehme ich mir mehr Zeit für dich. Sei vorsichtig. Genki, gehen wir zu mir. Ich koche uns was zu essen. Der nächste Schritt? Harry finden. Ich checke Downtown. Ich nehme Uptown. Gut, die Leute haben wir befreit. Sollte ich ein paar andere Dinge überprüfen. So, anscheinend... Wenn er sagt, wir sollten ein paar andere Dinge überprüfen, haben wir wieder ein paar Sachen auf der Map. Ja. Das heißt also, wir starten jetzt gerade in die finale Phase dieses Spiels, denn die letzten, hier Symbiontennester zum Beispiel, das ist das, was noch zu erledigen ist, was jetzt neu hinzukam. Ein paar Sachen sind noch offen, wie auch zum Beispiel der Kampf gegen Mysterio. Ich hätte es wie folgt vorgeschlagen. Wir werden uns dann gleich wiedersehen. Ich werde jetzt offscreen noch ein paar Nebenaktivitäten machen. Ein paar andere Sachen werden wir dann auch noch erledigen, weil ich glaube nämlich, dass es jetzt sein könnte, dass der letzte Kampf uns kurz bevorsteht. Wir sind bei einem Gesamtfortschritt von 74%. Das beinhaltet auch weitere Aktivitäten in der Stadt. Das heißt also, wie jetzt, was weiß ich hier, so Jäger, Basen und diese Symbionten-Sachen hier, die neu hinzugekommen sind. Das, denke ich mal, zählt auch noch mit hinzu in die Bewertung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich wieder, dann habe ich das erledigt und dann gucken wir mal, was uns noch so erwartet. Also, macht's gut, bis gleich. Okay, Leute, weiter geht's. Ich habe jetzt erstmal soweit alle Symbiontennester erledigt. Ich habe noch alle Spiderbots eingesammelt. Also ihr seht, in manchen Distrikten ist noch ein bisschen was offen. Steht aber gesperrt, also das kann ich auch leider nicht irgendwie forcen, dass das erscheint. Das heißt, hundertprozentig abschließen können wir es gerade noch nicht. Aber... wenn ich hier auf die Handy-App gucke, da kann ich auch noch sehen, was ist denn noch offen. Also, das hängt alles damit zusammen, dass ich hier so Flugdrohnen verfolgt habe. Da könnte man das abschließen. Da wird wahrscheinlich ein Anzug rausspringen, denke ich mal. Alle Spider-Bots gesammelt ist dieses hier. Dann noch die Sache mit der Flamme und natürlich Mysterio. Ich hätte gesagt, wir machen jetzt noch zum Ende dieser Folge hin alle Sidequests, beziehungsweise wir... wenn wir nicht alle schaffen, machen wir in der nächsten Folge noch die ein, zwei, die übrig bleiben oder so. Deswegen hätte ich gedacht, wir arbeiten uns einfach mal von oben nach unten. Und es sind beide verfügbar mit beiden Spider-Man. Diese ist nur mit Peter verfügbar und diese natürlich nur mit Miles. Deswegen hätte ich gedacht, wir machen mit Peter weiter und nehmen dieses hier. Let's go. Da können wir schnell hinreisen. Jetzt ist er weg. Haben wir Zeit. So, direkt über mir.
Falsches Gebäude. Ich habe auch schon soweit meine Gesundheit und meine Stärke auf Maximum gebracht, was das Spiel halt zulässt. Deswegen sind wir auch, denke ich mal, für den Endkampf gut vorbereitet. Fähigkeiten habe ich soweit auch fast alle. Es fehlen nur noch eine Handvoll. Komm schon. Das hat funktioniert. Ziel erfasst. Entsende Jäger zur Ecke 67. und Lexington. Oh nein. Habe ich die Jäger hingeführt? Ups. Ich muss schnell dahin. Sonst... Dann boosten wir uns mal dahin. Ziel identifiziert, besiege die Jäger. Okay. Sie sind schon hier. Spider-Man, das wird heute nicht passieren. Ich gehe nirgendwo hin. Er verschießt Netze. Ja, er ist nämlich umsonst, Spider-Man. Feuer frei! Ich schieße! Diese Monologe stehen über den Gegner. Ich schieße! Ich schieße, ich weiche aus. Granate, ich sage alle meine Handlungen, die ich gerade mache im Kampf, nur damit es der Spieler auch mitbekommt. Ich sollte drinnen nachsehen. Drinnen? Wie war's wo? Achso. Hallo? Sergej. Es ist so lange her. Wie geht's dir? Wer ist da? Auf dem Tresen ist ein Martini für dich. Er denkt, ich bin Kraven? Ist das etwa ein Freund von Kraven? Zwei Oliven. Zwei Oliven. Und Cyanid? So, du bist also endlich hier für unser Wiedersehen in New York. Spielen wir Verstecken wie in alten Zeiten. Er sieht mich nicht. Eine programmierte Aufnahme mit Hightech-Bewegungserkennung. Finde die Wohnung. Hat jemand Pizza gefuttert? Ein Hotdog liegt auch noch da. Aber schön eingerichtet ist sie. Klavier. Dämonenscheinsonate, wie oft ich dieses Lied schon gehört habe. Es hängt mir zum Hals raus. Neben Kackspiel. Dieses Spiel ist gleich vorbei. Schachmatt. Ich werde da unten sterben, oder? Ich hoffe doch nicht. Eat. Guck mal, das ist eine Spidey-Maske. Was zum... Ist das meine Maske? Moment. Ist das Chameleons Apartment? Haben wir den nicht längst hinter Gitter gebracht? Als ich aus Wolkograd floh, dachte ich, ich würde nie ein Zuhause finden. Doch hier bin ich glücklich. Er hat sich wohl auch fortgebildet. Die Technik ist der Wahnsinn. Cravens Drohne hat ihn bei der Verwandlung fotografiert. Ich wusste, dass mit Cravens Ziel was nicht stimmt.
Oha. Lauter Waffen. Baupläne und Jägerprotokolle? Chameleon hat also auch Kraven überwacht. Die Datenbank ja, für vermisste Personen. Blöd nur, dass Kraven nicht mehr ist, ne? Jahre zurück. Was hat Chameleon ihnen angetan? Als wir Kinder waren, gab ich dir alles. Und du wolltest nicht mal deinen Namen teilen. Ich hab dich geliebt. Und du mich gehasst. Schluss damit. Ich weigere mich, deine Beute zu sein. Ich werde dich wiedersehen, Bruder. Du mich aber nicht. Nichts wie raus hier! Was zum Henker? Keine Sorge, Bruder. Ich werde tun, was du nicht konntest. Oha. Komm, ist im nächsten Spiel mit Chameleon zu tun. Dann muss er sich jetzt keiner kennt sein wahres Gesicht. Ich halte die Augen offen, falls er zurückkommt. Das wird Yuri gar nicht gefallen. Datensammler, Trophäe erhalten und einen Stufenaufstieg haben wir. Wir nennen uns langsam der Maximalgrenze. Ich glaube, Level 60 ist das finale Level. So, jetzt müssten wir noch einen neuen Anzug haben. Neuer rot-blauer Anzug. Das ist der Anzug, den Tom Holland getragen hat am Ende von Spider-Man No Way Home. Den finde ich eigentlich auch ganz cool. Neuer rot-blauer Anzug. Ja, ist ganz schick. Genau, diesen Anzug habe ich erhalten, als ich die Jägerbasen fertig gemacht habe. Quasi ein Anzug, der an Kraven angelehnt ist. Also effektiv fehlen uns jetzt nur noch 3 bei Peter. Und ich glaube, bei Miles sind es mehr. Ne, es sind 2. Okay, also sind fast schon fertig. Der sieht irgendwie auch ganz lustig aus. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat er was. Real Gangster. Also die Anzugideen, oder ich weiß nicht, wie gesagt, ob die wirklich auch aus den Comics kommen oder irgendwann mal gezeigt wurden. Ich bin da echt nicht so tief drinne. Aber manche sehen halt echt schon geil aus, wie dieser hier. Das ist so ein Miles-Symbionten-Anzug. Der sieht auch super cool aus, aber der gefällt mir mit am besten. Okay. Ich habe noch 2 Erfahrungspunkte übrig. Die verballere ich jetzt einfach mal. Und das hier zum Beispiel. Wie gesagt, viele ist nicht mehr. Also bei Miles ist noch eine Fähigkeit, aber die ist noch geblockt, wie ihr hier unten seht. Keine Ahnung, das kommt wahrscheinlich jetzt erst gegen Ende des Spiels. Peter hat alles. Und hier haben wir noch 2 Fähigkeiten, dann war es das. Deswegen, ich denke mal, wie gesagt, Level 60 dürfte dann das Maximum-Level sein. Dann gibt es keine Erfahrungspunkte mehr, die wir verteilen können. Gut. Als nächstes hätte ich gesagt, machen wir mal so, machen wir jetzt die Side-Quest mit den Spider-Bots. Das ist in einem ganz anderen Stadtbezirk, nämlich hier. Im Finanzviertel. Da reisen wir jetzt mal schnell hin und gucken mal, was da so geht. Hart links. Hart rechts. Mit Linksschwäche. Genki, siehst du das? Alter, was ist hier los? No way, ist es Spider-Man? Seht nur, ein Alter! Superheld. Die haben Spider-Man in den New Universe hier reingebracht. Hi. Wer bist du? Der Artstyle. Ich? Ich bin nur ein Barkeeper, der den Leuten dann und wann mal einen Gefallen tut. Und ich weiß, dass aggressive Spider-Bots gefährlich sind und schlecht fürs Geschäft. Ich nehme sie dir mal ab. Wow! Danke, Spider-Man. Wir können immer darauf zählen, dass du das Richtige tust. Gern geschehen. Und wenn Miguel danach sucht, sag ihm, wer es findet, darf es behalten. Warte, wer ist Miguel? Miguel O'Hara, Spider-Man.
Aus Spider-Man 2000 irgendwas. Was zur Hölle? Vergesst die das? Jahreszahl das immer. Wüsste ich auch gern. Aber das war ja außergewöhnliche Wireless-Protokolle. Aber das war ja so ein geiles Easter Egg hier. In Anspielung auf den Film, auf den Animationsfilm. Liebe ja diese Spider-Man-Animationsfilme mit Miles Morales. Eigentlich wäre das eine Quest für Miles gewesen, weil Peter hat jetzt nicht so eine große Rolle in den Animationsfilmen, sondern es fokussiert sich schon eher auf Miles Morales, aber trotzdem sehr geil. Das ging jetzt relativ schnell, jetzt können wir schon die nächste machen. Da würde ich sagen, wenn wir gerade bei Peter sind, machen wir hier Es war für mich bestimmt. Die Sidequest mit Yuri, der ehemaligen Polizistin von New York Police Department. Und wir gehen dann mal zum Ziel dieser Quest. Dann würde ich sagen, vielleicht reicht auch noch die Zeit, die mit Miles zu machen. Und dann haben wir heute alle, beziehungsweise in dieser Folge, alle fertig gemacht und können uns das nächste Mal voll und ganz auf die Main Quest konzentrieren und das Spiel beenden. Sieht aus, als bewachten sie diesen Schrottplatz in der Nähe. Und es gibt verbrannte Dokumente über Oscorp. Das sollte ich mal überprüfen. Gut, sie bauen noch auf. Aber das sieht mir nicht nach Oscorp aus. Was haben sie? Die Purpurstunde ist nicht mehr fern, meine Funken. Spürt ihr es? Die Unwürdigen werden es. Schon bald. All diese Unschuldigen. Ich muss diese Bomben entschärfen, bevor jemand in diesen Gebäuden verletzt wird. Ich schaffe das. Bomben können aus der Ferne entschärft werden. Nimm dich beim Entschärfen von Bomben vor Gegnern in der Nähe in Acht. Was steckt also hinter der Purpurstunde? Sie wollen Brooklyn und alle Einwohner niederbrennen. Du stellst die Geduld der Flamme auf die Probe. Wir alle wussten, dieser Nachbar. Oder zumindest die Vielleicht sollte ich erstmal alle ausschalten, bevor ich mich an die Bomben mache. Hier ist anscheinend auch ein Gegner, ich sehe ihn nicht. Oder was ist damit gemeint? Das ist eine Bombe. Ja, ist es. Das Zeitfenster für eine erfolgreiche Entschärfung ist nur kurz. Wenn du scheiterst, erleidest du Schaden und alarmierst Gegner in der Nähe. Okay, jetzt. Das hat geklappt. Eine erledigt, zu viele übrig. Ich muss mich beeilen. Wer weiß, wie viel Zeit noch bleibt. Erinnert ihr euch noch, als ihr zu mir kamt und euch euren Mitfunken angeschlossen habt? Ich schon. Mit jedem Tag wurde es schöner. Herrlich. Weil ihr alle die Wahrheit erkannt habt, dass sich ein Ende nähert und nicht aufgehalten werden kann. Seid stolz gegenüber diesen Skeptikern. Jenen, der an uns zweifelt. Seid stolz, dass ihr es gesehen habt und sie nicht. Okay. Und ihr leben werdet, während sie brennen. Jemand von uns wurde angegriffen. Hey, ich brauche hier Funk. Augen auf, Funk. Sucht ihn. Vielleicht war ich zu hart zu den Unwürdigen. Schließlich werden alle um uns herum Zeugen der... Zu spät, um jetzt noch alle zu evakuieren. Die Bombe auf dem Dach allein könnte den ganzen Wohnblock vernichten. Ihrer Welt. Man sollte meinen, dass die Unwürdigen in diesen Gebäuden uns inzwischen gemerkt haben. Mir ist die fummeln die ganze Zeit an der Bombe rum. Irgendwann kommt er raus. Hey, einer weniger. Komm raus.
ist sicher. Wir unser Weg. Du gehörst uns, Spider-Man. Das ist irgendwie schaffen, die da hinzulocken. Ich glaube, die eine Bombe dürfte sicher sein. Noch einer weniger. So, das ist die Bombe. Das macht zwei. Hätte ich Yuri nicht aufgehalten. Nein, ich habe so schon genug Sorgen. Kommst nicht, Spinne! Geht doch jetzt allein. Wir müssen das Lagerfeuer finden! Bam! Sehr gut. Vieles nicht mehr. Einige wenige. Die letzte Bombe. Die Welt wird von Schmutz wie euch gereinigt. Endlich soll ein sich gezeigt. Toll. 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 Gehen wir es jetzt? Lach nicht so blöd, zeig dich. Komm raus. Gut. Die anderen Kultisten haben mich noch nicht entdeckt. Ich werde dich nicht entkommen. Vielleicht kann ich ab jetzt unauffälliger sein. Die anderen Kultisten? Sind die denn? Bei mir oder was? Wir müssen das Narrenfeuer finden. Das Narrenfeuer finden. Wo denn? Seht ihr jemanden? Drüben. Unten. Ich werde dich nicht entkommen lassen, Spider-Man. Drin oder wie? Hallo? Jemand da? Wir müssen das Narrenfeuer finden. Ist das ein Bug? Mich da irgendwie rein? Die gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Wir müssen das Narrenfeuer.
Steht da rum? Gott. Wer entschärft hier die Bomben? Ja. Toll. Juri? Hast du denn erwartet? Tun wir mit ihr? Nee. Du hast deine Meinung also nicht geändert. Über das Retten von Leben? Nein, du? Nein, ich bringe immer noch niemanden um. Wie viele Bomben sind übrig? Keine Ahnung. Hab 4 entschärft, aber es könnte mehr geben. Das hört sich alles so an, als wäre es der Beginn der Purpurstunde. Gut, dass ich das beenden werde und Spider-Man nichts damit zu tun hat. Denn ich bin die Heldin der Geschichte. Wenn wir hier fertig sind, können wir ihn zusammensuchen. Durch mein Feuerzeug. Ihr Mistkerl hat es im Oh, da kommt mehr. Ja gut, so wie es aussieht, ist es mit der Quest mit Miles doch nicht. Das dauert jedoch schon etwas zu lange. Niemals! Das muss nicht wieder böse enden! Anscheinend schon! Das wird. Ja, da oben oder was? Ah, runter. Hier kommt das Feuer! Haben wir es tatsächlich geschafft? Das noch. Er wird die Tankwagen rammen. Du hast doch schon Züge gestoppt, stimmt's? Ja. Diese Anspielung aus Spider-Man 1. Ja. Keine Bremsen. Toll. Das funktioniert nicht, Peter. Das klappt nicht. Irgendwelche Ideen? Entgleisen lassen. Wie sollen wir das denn machen? Ich glaube, dass wir das tun. Ernsthaft? Letzter Schuss. Eine neue Prophezeiung machen. Bevor wir uns begegnet sind, erzählte mir einer meiner Funken von seiner Arbeit bei Oscorp und dem Heilmittel, das sie entdeckt hatten. Wen kümmert's, stimmt's? Doch, Carnage. Oh, bitte. Aber als Teufel die Stadt angriffen, wie in meiner Prophezeiung,
und Oscorp einen Teil des Heilmittels in sichere Verwahrung schickte. Wusste ich, es war für mich bestimmt. Darum ging es bei all dem hier. Und wenn die Purpurstunde auf die Erde herabsinkt, bringt sie Wahrheit. Das hab ich schon fast irgendwo gedacht, weil der Schauspieler bzw. der Charakter sieht halt aus wie Carnage. Ein Gemetzel. Weil, ja doch, er war ein Gefängnisinsasse, war ein verurteilter Mörder. Aber dass er irgendwie verbrannt wurde oder dass er Brandwunden hatte, das glaube ich nicht. Also ich bin mir nicht, wie gesagt, mir sicher. Ich kenne Carnage's Origin Story jetzt nicht so gut. Aber er ist der stärkste Symbiont. Also er ist auch stärker als Venom. Töten kann. Doch stattdessen rettest du mich. Ich sagte doch, ich versuche die meisten Leben zu retten. Und du machst das ziemlich gut. Lieferst du mich jetzt aus? Ich melde mich, wenn ich ihn finde. Purpurstunde, Trophäe erhalten. Ich glaube ja nicht, dass wir in diesem Spiel gegen Carnage kämpfen. Das würde leider Venom zu sehr die Schau stehlen, gegen zwei Symbionten zu haben. Haben wir ihn davon abgehalten, Unschuldige zu töten. Aber ich glaube, beziehungsweise ich kann mir vorstellen, Yuri, dass im Nachfolger brauchst du Hilfe, um die Flamme Carnage kommt. Danke, aber ich brauche etwas Zeit für mich. Außerdem haben wir einen guten Teil seiner Operation zerstört, also muss er nochmal von vorn anfangen. Ich überprüfe seine alten Pseudonyme. Archie Abel, Walter Wagtman, Cletus Cassidy. Doch das könnte Cletus Monate Cassidy, dauern, der Name sagt mir auch was. Gib Bescheid, sobald du etwas weißt. Danke. Sie hat mich gerettet. Ich konnte sie nicht ausliefern. Vielleicht. Aber ja. Das riecht schon sehr danach, als ob hier Insomniac Games schon so einen kleinen Teaser, einen kleinen Appetitanreger macht auf Carnage. Weil der Symbiont hat sich auch so rot gefärbt, also ja, es ist definitiv Carnage. Also davon gehe ich mal stark aus. Okay, liebe Leute, wir sind schon gleich bei 40 Minuten. Sorry, dass es so lang wurde, aber... Ich muss kurz husten. Aber wir haben die meisten Zyklus geschafft, jetzt ist nur noch eine übrig. Folgendes. Also jetzt ist nur noch eine übrig, und zwar die mit Miles und Mysterio. Die werden wir noch zu Ende bringen und dann haben wir auch alle Nebenaktivitäten geschafft. Und dann können wir uns auf den Kampf gegen Harry bzw. Venom konzentrieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder in der nächsten Episode von Spider-Man 2. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.